Moin und herzlich willkommen zur 12. Intraday-Videoanalyse des Blogs von Wolke P. Heute ist Mittwoch, der 23. Mai 2012 und Gold war gestern bei unserem letzten Intraday-Video hier gewesen. Ich hatte Ihnen gesagt, das ist eher eine Low-Base-Formation. Eher wahrscheinlich, dass wir erst diese Trendlinie testen werden und dann ein Bear-Pullback machen. So kam es nicht. Wir machen erst unser Bear-Pullback und dann testen wir diese Trendlinie und dann brechen wir sie dann aber auch gleich. Was aber auch die eher wahrscheinlichere Formation war und es ich Ihnen auch gesagt hatte. Gestern Abend bei dem Video waren wir hier. Ich hatte Ihnen gesagt, eher wahrscheinlich, dass wir noch ein tieferes Tief generieren werden, was man auch im Tageschart sehen wird. Ob es dann auch einen tieferen Schlusskurs gibt, abwarten. Das tiefere Tief machen wir auf jeden Fall, aber wir kommen nicht ganz runter an diese horizontale Unterstützungszone zwischen 48 und 44, sondern wir machen erstmal halt bei 51 und danach wird die Bewegung bullisch fortgesetzt. Wir scheitern aber jetzt zweimal bereits an diese Zone zwischen 63 und der Zone bei 65. Man muss sagen, jetzt kommt auch noch die 20-Stunden-Linie als potenzielle Widerstandszone hinzu. Erst wenn wir hier durchgehen sollten, dann haben wir eine Zone geringeren Widerstandes bei 71, bis wir dann an diese wirklich stärkere Widerstandszone zwischen 75 und 78 gelangen sollten. Wenn wir an dieser Zone scheitern, Achtung, jetzt kommen sehr, sehr viele Wenns und Sie müssen abwarten, ob sich alle diese Wenns erfüllen und dann gibt es erstmal was zu traden. Wenn sich diese Widerstandszone wirklich noch als signifikant erweisen sollte und wir nochmal tiefer kommen sollten und diese Zone zwischen 48 und 44 testen sollten und diese Zone dann halten sollte und dann anschließend die bullische Bewegung kommt, dann könnten wir eine bullische Kaltformation gebildet haben, aber noch ist es nicht so weit. Wenn jetzt Gold einfach anfängt hier zu laufen, macht er das ohne eine valide Formation zu bilden. Und Sie wissen, in diesem Block tradet man auf Formationsebene. Wenn wir nochmal runterkommen sollten und diese Zone bricht, dann ist hier sehr viel Unterstützung, spätestens bei 15,30. Wenn Sie hier in diesem Bereich mit dem tieferen Tief im Tageschart als ein Swing diesen Markt geschortet haben, in meinem Dafürhalten, alles was um die 50 ist, ist mit dem Wissen, dass hier sehr viel Unterstützung ist und dass hier sehr, sehr viel Volumen im Markt gewesen ist, eine gute Möglichkeit, um Teilgewinne zu realisieren. Das wären $35 in 2 Tage, das sind etwa 2%. Das ist für einen Swing Trader eine sehr gute Ausbeute. Das müssen Sie wissen. Und das andere, was ich Ihnen sage, wenn Sie hier Teilgewinne realisieren, bitte, das bedeutet nicht, dass Sie gleich Bulle werden, denn dieser Markt ist aktuell im Falle. Erstens. Zweitens, wenn Sie Teilgewinne realisieren, heißt es nicht, dass Sie den ganzen Trade bitte wegwerfen. Es besteht auch die Möglichkeit, wenn sie gering ist, dass Sie durch diese ganze Unterstützungszone durchgehen und dann haben Sie nochmal die Möglichkeit, weitere 2% einzusammeln. Und diese Chance müssen Sie sich geben. Nur wenn es gegen Sie läuft, brauchen Sie einen Stop-Loss, der entweder im Stundenchart eng gesetzt ist oder Sie sagen, okay, ich bin ganz entspannt, möchte den Swing weiterlaufen lassen und dann setzen Sie Ihr Stop-Loss eher im Tageschart. Das können Sie selbst entscheiden. Die Frage, die es übergeordnet zu klären gilt, ist, ist das die Hauptbewegung und ist das die Nebenbewegung und macht Gold gerade die nächste Hauptbewegung und werden wir hier massiv nach unten gehen? Dagegen spricht, dass diese Bewegung von sehr viel Volumen unterstützt worden ist, bedeutet, das könnte auch der Anfang einer Trendumkehr sein, erste Hauptbewegung, Nebenbewegung und dann gibt es die nächste Hauptbewegung. Das steht aber nicht eindeutig im Chart, weder das eine noch das andere. Erst muss der Chart Ihnen diese Frage beantworten und dann kann man auch übergeordnet auf der Bullenseite eventuell etwas zum Traden finden. Aktuell als Swing Trader ist dieser Markt short und was Daytrading angeht, in meinem Dafürhalten aktuell keine klare Formation. Entweder Sie sind hier nach wie vor auf der Short-Seite, denn wir haben einen validen Trend nach unten oder Sie haben keine Position im Markt. Da ich die Intraday-Videos nicht so lange werden lassen möchte, belasse ich es jetzt bei Gold Intraday. Wenn Sie mögen, heute Abend wieder Gold und Silber im Tageschart und dann auch der Blick auf UUP, würde ich mich sehr freuen, Sie dann zum Video heute Abend begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit nochmal. Wolke.